Heute bin ich bei einem sehr bekannten Comedian, der mindestens einen riesigen Auftritt pro Jahr hat. Ihr werdet gleich mehr darüber erfahren. Mehr dazu gibt's gleich. Servus miteinander und herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes und ihr seid hier wieder bei Gedanken vor Franken bei meiner Interviewreihe mit bekannten fränkischen Persönlichkeiten. Und heute, freut mich besonders, bin ich beim Oti Schmelzer. Servus. Servus. Genau, und wie immer, wisst ihr, geht's los mit einem Getränk, nämlich dem Lieblingsgetränk des Interviewgastes, und das ist bei dir der Wein. Der Wein. In dem Fall ein Müller-Thurgau. Müller-Thurgau. Zum Wohl. Zum Wohl. Oh, ein sehr feiner Tropfen. Genau, und da sind wir auch schon gleich bei einem deiner wichtigen Themen, die du hast. Du bist ja nicht nur bekannt über Fastnacht für Franken und machst ja nicht das ganze Jahr nur Comedy irgendwie, sondern bist du eben auch Weinbauer. Unter anderem. Unter anderem, genau. Du hast mir vorhin schon im Vorsprech erzählt, du warst immer vielseitig interessiert, hast viele Dinge gemacht. Also das ist bloß ein Teil davon. Du hast auch noch... Elektriker, dann bei der Bundeswehr als Funker, dann im Säge bei der Werkzeugschleife, bei der Kappsäge und dann Gärtner, dann alle Facetten, also... Zierpflanzengärtner, Landschaftsgärtner, Friedhofsgärtner, dann gewechselt zur Gemeinde, dann Totengräber. Totengräber, da habe ich vorhin schon gestutzt und dann haben wir gedacht, Totengräber, klasse, warum auch nicht? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich ging als Gärtner zur Gemeinde und dann hieß es auch, ja, wenn du Gärtner Erfahrungen hast als Zierpflanzengärtner bzw. als Friedhofsgärtner, ist es gut. Mhm. Weil wir machen den Aushub, aber sonst hast du damit nichts zu tun. Am dritten Tag war dann da schon der Totenschädel vor mir gelegen und ich dachte, wunderbar, klasse. Ja, genau. Und dann habe ich das ein Jahr durchgezogen und dann war eben eine Ausschreibung von der Autobahn, das ist ja bei uns da das Gehöft, Autobahnmeisterei Netzgau ist ja heimatnah, hatte ich nichts mehr so weit, war auch, die haben einen Gärtner gesucht, Unterelektriker, und dann, ja, dann war ich da der zweite Mal auf dem Tunnel und war dann, ja, viel gärtnerisch unterwegs. Das hat sich mittlerweile auch schon wieder gelegt, weil du bist mehr als Straßenwärter. Man hat ja auch noch eine interne Straßenwärterprüfung gemacht. Mhm. Dann habe ich ja noch mal Winzerprüfung gemacht, obwohl ich ja den Weinbaubetrieb seit 83 Jahren übernommen habe. Und ja. Also du hast schon als Winzer geärgert, bist schon. Aber noch kein ausgebildeter Winzer gewesen. Also ich habe dann meine Prüfung gemacht, so in den Anfang 90 habe ich noch eine Prüfung. Du hast ja die Möglichkeit, auch wenn du also einen Du kannst einen landwirtschaftlichen Betrieb ohne Prüfung führen. Du kannst auch eine Gärtnerei prüfen, du darfst nicht mehr ausbilden. Genau. Das ist das. Aber wie gesagt, dadurch habe ich halt Franken kennengelernt, weil ich ein Wanderjahr als Gärtner gemacht und habe halt auch damals, das Sägewerk war ja in Unterspießheim, da habe ich wieder die Maust und die Gäuger, ne, das ist wieder und hochinteressant. Ne, und in Gurksheim, da ist der Homer, das ist der Hammer. Und das ist, ja, der Otmoor, da bin ich nicht der Otmar, da bin ich der Otmoor. Ja, war halt so sehr vielseitig, auch dialektisch. Ja, das ist ja auch so ein Ding, also meine Vorgabe bei den Interviews ist ja immer Dialekt. Das ist bei dir überhaupt kein Problem. Das ist kein Problem, aber wenn ich mal richtig in Dialekt rede, versteht mich keine Sau. Also das ist, ich kann das. Ich werde es probieren, dich zu verstehen, aber. Ja, ja. Nee, ich muss, also ich will wohl Leute, ein bisschen was wollen sie erfahren von mir. Ne? Ja. Genau. Woher man dich kennt, woher ich die meisten Menschen kenne, ist von Fastnacht in Franken. Ja. Bist du schon immer so Faschings-Fastnacht-Mensch gewesen, oder ist das, also ich meine, was war zuerst da? War die Fastnacht zuerst da und dann der Comedian, oder zuerst der Comedian und dann die Fastnacht? Wie ist er da zueinander gekommen? Also es war schon, zu Schulzeiten habe ich halt schon mal
einen Brand imitiert oder solche Geschichten. Ne? Das habe ich schon immer mal gemacht. Aber jetzt meine Artgenossen in meiner Schulklasse, die konnten mit mir nicht viel anfangen. Also meistens sind wir von den Parallelklassen, in den Pausen oder so habe ich die unterhalten. Mhm. Aber bei mir, die kannten ja schon alles. Und ja, aber ich war da eine Mischkalkulation. Auf der einen Seite war ich schon stiller, aber habe aber auch gerne mal geflaxt und habe aber, wie gesagt, gewisse Sachen, ich konnte Deolinge nachmachen oder ja, habe so wegen Blödelein im Kopf gehabt. Und in die Fasernacht, da habe ich mir einfach einen Wagen geschnappt und habe einfach so einen internen Faschingszug gemacht und die Kinder sind mir hinten nachgelaufen. Das war einfach so, ja. Aber wir hatten dann erst 79 die erste Bühnensitzung, 80 bin ich zugestoßen und ja, war ich auch so eine Notlösung, haben sie jemanden gebraucht, wo Akkordeon spielt. Damals habe ich noch Akkordeon gespielt. Ja, und so weiter und so fort. Also der Komödiant, der sitzt ja schon ganz tief drin. Das ist schon nicht irgendwas, was du künstlich rauskehren musst. Nee. Das ist ganz originär. Also ich sage mal so, ich hab mich sogar zeitweise als Kind so geschämt, weil ich habe ein unheimliches Minenspiel, ich habe das ja gar nicht gemerkt. Und ja, ich habe auch jemanden in der Verwandtschaft, der hat das ganz arg, meine Tochter zum Beispiel. Und ja, aber das, ja, ich muss mich da gar nicht groß anstrengen, das ist einfach drin. Mhm. Man merkt es jetzt schon bei deinen Ausführungen, also der Dialekt, das ist für dich mehr als bloß irgendwie, ich mache jetzt mal auf lustig und das wäre ja richtig ein Fränkisch, sondern es ist ja auch Herzensangelegenheit, Dialekt. Also ich sage ja auch jetzt zum Beispiel, ich mache ja immer im Feindesland Urlaub, ich bin ja unten in Berchtesgaden schon über 30 Jahre und nicht falsch verstehe, ich sage immer, ich baue Reizklima auf zwischen Bayern und Franken, ob das oder jetzt, ich habe einen sehr guten Kontakt nach der Oberpfalz, aber die reden ihren Dialekt und die scheißen sich drüber, ob du jetzt verstanden wirst oder nicht. Und das haben wir Franken nicht. Ja. Da haben wir ein schlechtes Gewissen und das ist das, was mir weh tut. Mhm. Und wie gesagt, ich habe ja alleine unten ab, den mache ich jetzt einmal aus. Das ist auch nicht das erste Mal, dass mit mir passiert. Ganz kurz, ich bin in einem Interview, ich melde mich später noch einmal. Okay, tschüss. So, auch nicht schlecht. Tatsächlich nicht das erste Mal, dass jemand anruft während dem Interview. Ja, aber ich habe jetzt später wieder zurück. Gut. Ja. Ja, und da muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut von den bayerischen Kabarettisten und Schauspielern und wirklich, ich bin ein großer Verehrer von der ganzen Szene. Münchner Geschichten, was weiß ich alles und das verehre ich total und ich war ja dabei, daheim ist daheim. Das ist schon schön, dass sie halt den Dialekt ein wenig so rauskehren. Und warum verkrampfen wir uns da so? Schon wegen. Ja. Und ich habe ja auch schon einen Dialektfrühschoppen gemacht und habe auch noch die Ausdrücke ein wenig so rausgekutzelt. Und ja, also wie gesagt, ich habe ja auch Reime, richtige urfränkische Reime, da haben Einheimische Probleme. Ne? Zum Beispiel, ich sag mal, wenn alle vollgefressen sind, dann sage ich, der hat sich angewampert. Die wissen viele gar nicht, was das bedeutet. Oder ein Dichelgebritsch oder was weiß ich, so ein schöner Name, die sterben aus. Ne? Und ich habe halt das Glück, dass ich von einer, meine Oma hat mich damals, das war mein Kindergarten, die war 1899 geboren. Und da kann man sich vorstellen, wie die spricht. Klar. Und die war ja nur in Oberschwabach. Gut, zweimal war sie in Amerika. Und ja, die hat Verwandtschaft in Amerika. Okay. Ja, ja. Und ist zweimal rübergefahren? Die ist zweimal mit dem Schiff rüber. Damals. Okay. Ja. Und weil ihre Tochter ist ausgewandert. Okay. Aber, ja, und meine Mutter, die ist ja 96-jährig verstorben, hat auch bis am Schluss Foliendialekt gesprochen. Und ja, aber jetzt natürlich, wenn du dich draußen, das ist ein Ort, wenn du dich irgendwie unterhalten willst, merkst du, die verstehe ich ja gar nicht mehr. Ja. Das merke ich aber bei meinen Enkel, die sagen, was hat der Opa jetzt gesagt? Wobei ich jetzt gar nicht so den groben Dialekt ja rede. Naja, ja. Also bis jetzt ist alles noch sehr... Ist sehr moderat. Oh, genau. Aber das kenne ich auch. Viele Kinder, also so Jugendliche jetzt, also meine Kinder ja auch, reden tatsächlich keinen Dialekt mehr. Meine Frau kommt aus dem Allgäu und ich aus Oberfranken und dann hat man halt irgendwie Hochdeutsch geredet. Und ja, ja. Letztens hat meine Tochter tatsächlich mal zu mir gemeint, Papa, warum habt ihr uns nie
Dialekt beigebracht. Hm. Und jetzt vermissen sie es tatsächlich. An deine Kinder, kennen die noch richtig? Also ich sage immer, ja, kenne es. Und zum Beispiel bei meiner Kleinen, bei meiner Glenn, die sind beide in einem sozialen Beruf. Und sie ist ja manchmal mit älteren Leuten oft zusammen, weil sie ja so pflegemäßig mit so einem Caritas-Wagen unterwegs ist. Und es sind die Alten ja so dankbar, wenn jemand Dialekt mit ihnen redet. Okay, das ist super. Ne? Und ja, weil es halt doch Herzenssprache ist. Ja, genau. Ja. Und ich sage auch, ob ich jetzt in Norddeutschland, gut, wenn einer so platt redet, hört man auch ein bisschen was raus. Aber gut, ich sage mal, es ist halt eine Sache der Höflichkeit, dass man halt dann sagt, ich kann nicht immer mal voll mein Dialekt reden. Ja. Der versteht mich noch nicht. Wenn ich immer anfange, das ist ein Schmarrn. Und darum ist es ja in Fasnacht in Franken. Freilich heißt es Fasnacht in Franken. Mhm. Aber du kannst da nicht voll bauen, dein Dialekt raushauen, weil der in Hamburg versteht dich nicht. Ne? Mhm. Aber ich habe Sequenzen, das nehme ich mir raus, wo ich sage, da mache ich einmal so einen kleinen Lauf. Das ist Fränkisch, das ist so ein kleines eine Hommage um die fränkische Sprache. Aber im Großen und Ganzen denn sie sich hat, also wenn ich nur fränkisch rede. Ja. Also mein Dialekt. Genau. Es ist ja nicht so, dass du nichts zu sagen hättest, sondern deine Ausführungen sind ja schon manchmal auch richtig da rein, wo es weh tut. Ja, schon. Und vor die Politiker auch. Ne? Vor die Politiker, genau. Also ich denke mir manchmal, wenn ich dir so zuhöre, denke mir manchmal, wenn ich da als Politiker dort sitzen würde, als Söder oder Adi Grener oder wer immer, ist ja wurscht, ich denke manchmal, also am liebsten würde ich aufstehen und gehen oder so. Also da geht es ja schon richtig. Da muss ich sagen, ich bin ein großer Verehrer von einem Politiker der Blecken am Nockerberg. Ja. Man muss sich das so vorstellen, also auch Veitshöchheim oder Nockerberg, weil es immer heißt, wir haben keine Redefreiheit. Die sollen einmal Ähnliches machen in China oder in Russland. Nur einmal als Vergleich. Da muss nicht einmal dort hingehen. Das langt schon, wenn du da in andere Länder fährst. Ja. Also du kannst bei uns alles auch. Ja. Aber freilich fällst du in eine Nische rein. Oder ich sage mal auf die Bühne. Ich sage mir, ich bin kosmopolitisch. Ich bin in keiner Partei, werde nie in eine Partei eingehen. Ich bin wirklich, da bin ich in einen, da ist eine Wüste, da ist nichts, also politisch gesehen. Und da traue ich mir, egal wer vor mir steht, einfach Missstände anzusprechen. Mhm. Es ist keiner heilig auf der Welt, niemand. Ja. Aber ich sage, ich möchte, das ist eine ehrliche Aussage, nicht eine Minute tauschen mit einem Politiker. Nicht mit keinem. Und da musst du auch so ein Fell haben. Und wie gesagt, das ist halt dann, egal, du stehst von da dran. Zum Beispiel, da war ja die Merkel war ja dann wirklich Wahnsinn. Die hat ja wirklich, die hat null Fehler gemacht. Also von der Rhetorik her, das muss man erst mal fertig bringen. Okay, die war altglatt, aber das muss man erst mal fertig bringen. Ja. Und also das war meine Ansicht. Und ja, und der Söder ist halt jetzt ein kantiger, aber man spricht ja immer davon, dass man sagt, ja, ein Hund ist ja schon, also beim Schraus hat man es immer gesagt. Mhm. Ich denke, da muss da ein bisschen, ja, wobei ich jetzt auch, dass ich jetzt den und den Politiker verehre, aber man muss das respektieren, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Und ja. Das ist also im Raum hinein. Sich alles gefallen lassen. Genau. Auch, dass der Olli Schmelzer vor Ihnen steht. Ich halt immer nein. Ne? Aber ich denke, der kann das einschätzen. Ne? Ja. Der kann das einschätzen. Und egal, wer das jetzt ist, wenn du von der, egal welche Partei, und ich möchte nicht aus. Also ja, ich auch. Ja. Und es gibt einige Themen, die man immer wieder bei dir raushört, bei deiner Auftritte, die dir wirklich ganz am Herzen liegen. Gerechtigkeit, Frieden liegt dir am Herzen. Und da bohrst du dann immer wieder rein, wenn du denkst, Leid, da passt was nicht. Ja, schon. Ja gut, ich hab ein paar triviale Sachen drin. Klar. Ne, das ist logisch. Ja. Aber das ist ja das. Ich meine, aber je länger du dabei bist, ich sage mal, du machst ja auch einen Wandel mit in einer Persönlichkeit. Du hast eine gewisse Grundtendenz, aber irgendwann merkst du, oder das merkst du nicht einmal, du kommst halt auch mal in so ein Gleis rein, wo du dann automatisch, jetzt zum Beispiel, Peter Kuhn wird jetzt plötzlich ein wenig lustiger. Aber der hat immer so eine lustige Seite, also meine Empfinden. Mhm. Aber ich habe den schon
reden hören, also der, ja, wenn er so einen Prolog macht oder wenn er, ja, hat er damals auch, habe ich die Schweineschnauze, habe ich dann überreicht gekriegt, dann hat er mich ja auch, hat er ja auch eine Laudatio gehalten für mich und wie gesagt, ist vom Feinsten. Also das, da ist Doriot, Heinz Erhardt, das ist alles mit drin. Also, weil, okay. Und was halt er kann halt wirklich, der schreibt nach Weihnachten seine Sachen zusammen und haut es raus. Ne? Das, also das ist schon begnadeter Künstler. Und das eben so zu verpacken, dass halt jeder so sein Fett abkriegt. Und dafür ist halt eben die Fasernacht da, wenn man das mitverfolgt. Das hat ja, man muss sich vorstellen, die Fasernacht war ja damals zu einer Zeit noch ist entstanden, wo dann der Leibeigenheit noch da war. Also das heißt, ja, wenn du das da, ist eine ganz alte Geschichte. Ganz alte Geschichte. Ja. Und du konntest ja, du hattest das Recht zu feiern. Und aber wenn du mal den Bogen überspannt hast, haben sie dich einmal, also da war sogar die Todesstrafe schon dabei. Mhm. Aber die haben sich alles getraut damals. Und aber das war ganz andere Voraussetzung. Ganz andere. Heute, die wenigsten kommen in ein Gefängnis, ne? Aber, ja, aber das muss man vor Augen halten, dass man trotzdem die Freiheit hat, dass man das machen kann. Oh. Das ist eine Sensation. Und ich gehe jetzt nochmal auf den Noggenberg zurück. Noggenberg, absolut, aber da gibt es auch Entgleisungen, wo ich sage, das ist dann zu fett aufgetragen. Das gibt es ja auch. Ne, wo man sagt, ja. Das ist einfach, man darf nicht nun der Rutsch. Ja. Da muss man schon aufpassen. Also es gibt ja auch eine gewisse Etikette, sagen wir so, da, also ja, man kann einmal kurz einmal so hintippen. Mhm. Aber das sind trotzdem Menschen. Und also beleidigend ist nicht gut. Ne? Dass man sagt, jetzt hau ich so in eine Nähe. Naja, es soll auch nicht persönlich werden. Und ich sage ja, ich habe ja wirklich niemanden was. Mhm. Nur gibt es halt Sachen, ich mache ja auch Fehler. Mhm. Ne? Leck mich am Arsch auch ich bloß jetzt, wie heuer, wenn ich verspreche. Gar nicht Mitglied. Aber ja, das sind ja, und das ist aber jetzt wieder ein rhetorisches Stilmittel. Ne? Das heißt jetzt in dem Moment, machst du so einen Cut. Und es geht weiter. Und so ist es aber die Politiker. Die müssen auch mal, die bereuen vielleicht einen anderen Satz auch. Ne? Und wie gesagt, egal in welcher Fraktion du sitzt, du bist in der Öffentlichkeit und leichter tust du dich natürlich in der Opposition. Logisch. Klar. Da kannst du ja schön drauf los. Da kannst du neigen. Hast keine Verantwortung. So ist es. Ja. jetzt, wenn du dich auf sowas vorbereitest, ich meine, du hast immer ja, mehr oder weniger Zeit, dir das alles anzuschauen. Wie aktuell bemühst du dich da wirklich zu sein? Ist das, denkst du dir, ich schaue, dass die letzten Dinge noch mit reinkommen, die so waren, bis Ende des vergangenen Jahres? Oder ist das schon, ich meine, das ist ja, du musst es ja auch auswendig lernen, alles und das Ganze. Also ich sage, bei mir ist es so, dass ich einer der Ersten bin, wo die Texte abgibt und der Letzte, der fertig wird. Das heißt, ich gebe meinen Text ab und der wird aber, bis er dann wirklich dann im Fall Zürchheim über das Gehege meine Zähne dargebracht wird, ist er dann kurz vorher noch einmal, wird er noch einmal abgeben und dann wird er verändert. Also der erste Text hat fast mit den anderen nichts mehr zu tun. Das wird dann nur, also haben wir die Figur, ja, und dann schlingert die sich so in den Text rein. Der Struwelpeter des Jahr. Der hat viel überrascht, also wie die dich da umgedreht haben und dann mit diesem mit dieser Schenperücke drauf und sowas. Wie bist du gerade auf den Struwelpeter gekommen? Also, da habe ich auch schon mal gestürzt. Ja, was ist jetzt da passiert? Ich wurde nachher schon gefragt, da hat mir auch jemand das Mikrofon hingehalten und das ist auch, die Aussage ist veröffentlicht worden. Einfach die Geschichte, dass ich immer sage, lass doch den Menschen so sein, wie er ist. Mhm. Warum muss man an ihn rumschrauben? Und das war auch ein so, welche Figur passt da? Oder auch, dass man Schulbäder gibt es eben genug, wo aus der Reihe fallen. Im positiven und im negativen Sinne. Und, aber, oder auch, dass man einfach vorschreibt jetzt, warum. Ja, dass man, also ich kenne Mütter, die verbieten ihre Kinder den Schulbäder oder das Buch. Andere wieder tun es befürworten. Das ist eine pädagogische Geschichte. Der eine sagt, ja, die Kinder können selber entscheiden. Der andere sagt, ja, also wir haben früher Indianer gespielt, Räuber und Schande mit Pistolen rum, wir haben mit Erbsenpistolen aufeinander geschossen. Also die wenigsten sind Schwerverbrecher, Vergewaltiger und sowas, waren die wenigsten. Oder Massenmörder oder was weiß ich. Aber ja, aber komischerweise
sind wir die jetzt, wo die Kinder verbäbeln. Also, das ist saublöd. Wir wollen es nur machen. Ja. Wir wollen es nur machen. Ja, ja. Aber ich sage, trotzdem kann man nicht die Jugend oder wieder so schlecht reden. Es hat alles seine Zeit. Und wir haben mal das Glück gehabt, dass wir damals noch nicht diese Technik hatten, noch nicht diese Vielfalt, diese Angebote. Mhm. Damit müssen die auch klarkommen. Und trotzdem bin ich dankbar, wenn ich in meiner Nähe junge Leute habe, die können mir halt auch weiterhelfen, wenn ich mit meinem Handy nicht klarkomme. Auch wieder gut. Genau. Wie stark nutzt du das Internet für dich? Also ich weiß, dass du Webseiten hast, für deine Bühne unten zum Beispiel und für deinen Weinbau. Aber ansonsten, Social Media, hältst du dich, glaube ich, relativ raus, oder? Absolut, ich spiele jeden Tag Schach. Das ist das Einzige, was Internet, also Krankheit, die Krankheit. Ja. Und das Minutenschach, das ist, ach Gott, das ist wie, ja. Also ich habe noch nie einen Haschpfeifel geraucht, wenn das jetzt die Frau doch einmal kommt, noch nie. Aber Schach, war schon, das war meine Droge, das ist Wahnsinn. Das schon ist von klein auf, oder was? Von klein auf, aber ich sage trotzdem, dass ich stümper Schach spiele. Ich kann mich jetzt, das, so viel kann ich sagen, ich habe jetzt erst kürzlich einen Schachgroßmeister kennengelernt, wir haben eine schöne Freundschaft mittlerweile, aber kann man überhaupt nicht vergleichen, weil solche Leute können ja wirklich, du machst ein Spiel und der tut das komplett noch einmal aufbauen, aus dem Nichts und sagt dir, der Züge oder falsch gemacht hast und du hast, bist froh, wenn du mal zwei, drei Züge vorausdenken kannst oder dass du eine Öffnung beherrscht oder, aber das sind so viele Sachen also ich zum Beispiel, ich gucke manchmal auch so Weltmeisterschaftsbegegnungen an, wie ein Fußballspiel. Das heißt, da bin ich genauso euphorisiert und da bin ich so begeistert. Ist das ein Schall vorm Fernseher? Oder? Ist ein Schachschall, nee. Nein, da bin ich so, wenn dann zum Beispiel beim letzten Mal oder was beim vorletzten Mal hat er Carlsen, der hat dann mal seine Dame geopfert und da haben sogar die Fachwelt, hat jeder gesagt, was macht er jetzt? Alle Spiel gewonnen. Die denken ja auch gerade in gefühlte 1000 Züge voraus, das ist ja Wahnsinn. Dein Leben ist jetzt nicht nur Comedy, ist nicht nur der Arbeit, sondern ist auch der Wein. Was verbindest du mit dem Wein? Ist das für dich was speziell, auch Fränkisches? Oder ist das eher so rein der Genuss? Nee, also absolute Mischkalkulation. Für mich ist halt schon der Weinberg ist für mich meine Meditation. Wenn ich also im Weinberg stehe, und ich verstehe manchmal nicht, wenn manche Winzerkollegen da ein Radio laufen lassen. Also ich höre noch mein Volk, wenn ich da vorbei denke, oder was weiß ich, oder du da mal Eichel herum, Hupf oder Nachtigall, Kuckuck hörst du. Ne? Ist ja wichtig gleich immer im Frühjahr, dass du deine Hand an den Geldbeutel tust, dass das Geld nicht ausgeht und so Geschichten. Und ja, oder ich laufe ja oft, da bin ich auch manchmal für verrückt gehalten, dass ich zum Weinberg laufe. Mensch, du hast einen Haufen Schlepper vor doch. Und ich bin froh für jeden Schritt, wo ich laufen kann. Und dann gehst du deine Gedanken nach und läufst wieder heim. Und ja, das, diese Naturverbundenheit. Und du bist so geerdet, sage ich immer, wenn du im Weinberg stehst. Ja. Ist das deine Kraftquelle auch? Also diese Meditation, die Verbindung mit der Natur, die Verbindung mit dem Wein, das ist... Der Wein, sage ich mal, das werde jede Winzer bestätigen, du musst, was da für Brühe in den Keller reinkommt. Und, oder sag mal noch einmal von vorne, wenn du siehst jetzt draußen diesen armseligen Stock, kein Blatt, kein nix, dann im Herbst, dann, wenn er dann voll behangen ist, also die Blätter, wenn dann früher alles austreibt und dann im Herbst, wenn dann die Weinlese ist, wenn du, es ist sehr, sehr, ein sehr, sehr, sehr langer, arbeitsreicher Weg, bis dann die Ernte erst einmal stattfindet. Und diese Genugtuung bei der Ernte und dann, wenn du dann auch so ein Putzelbrü. Und da wird dann noch ein schöner, klarer, feiner Wein. Und ich sage, das Ganze ist für mich ein Wunder, dass man da mithelfen kann. Mein Lieblingsspruch ist ja, Gottes Gunst wird durch Winzers Kunst oft verhunzt. Wenn man zu wenig ist manchmal mehr wie zu viel. Wenn man zu viel am Wein rumschraubt, egal ob das ein Weinberg ist oder ein Keller. Das muss ich mal meinen. Gottes Gunst wird durch Winzers Kunst oft verhunzt. Gottes Gunst wird oft verhunzt durch Winzers Kunst. Gottes Gunst wird oft verhunzt durch Winzers Kunst. Ja.
Ich lerne so viel. Ja, no, das bist du all wie ein Kuh, lernst du immer noch dazu. Genau. Und wir haben vorhin festgestellt, dass wir beide älter sind, als man ausschaut. Na, unbedingt. Ja, genau, also. Das ist besser wie umgekehrt. Ja. Dass wir nicht sagen müssen, wir hoffen, dass wir so alt werden, wie wir ausschauen. Damit habe ich immer gelitten, immer drunter. Dass ich immer, da haben sie immer der Kleine gesagt, oder der, ne, oder ja, ne, Kleine. Und, aber dafür kriegst du halt mehr Widerstandskraft, ne, als wenn du dann so kraftvoll durchs Leben gehst, ne, und ja, alle geht auf Seite. Mhm. Habe ich die Erfahrung gemacht. Okay. Also ich merke schon, du bist ein sehr nachdenklicher Mensch. Das habe ich vorhin schon im Vorgespräch gemerkt. Du liest auch sehr viel, hast du gesagt? Also, ich hab Sequenzen, ja, wo ich mir alles reinziehe. Also alles. Wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Okay. Also ich habe jetzt Trivialliteratur, Herr der Ringe, Harry Potter, alle Bände. Habe aber auch die Bibel da abgegriffen. Habe einen Koran, was weiß ich, alles da. Ja. Und das inspiriert dich das auch für deine Programme selber? Dass also, du sagst, da kommt jetzt direkt, dieser Gedanke, den formuliere ich um und auf Englisch. Oder ich will es mal so sagen, es ist ja, egal was geschrieben ist, sind ja, wenn die Synapsen ja irgendwie angeregt. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt das übernehme. Mhm. Aber das kann dann wieder so auf eine andere Ebene bringen. Und ich sag mal, ein Buch, wenn du liest, ja, wie gesagt, ich habe so Romane auch gelesen oder. Oder zum Beispiel sehr griechische Romane, Seelenfeuer, kann ich jedem mal ans Herz legen. Das sind die Original-Schauplätze von den Hexenverbrennungen in Bamberg. Sowas fixt mich an. Wieso? Und der Sabine Wiegand. Das kann schon sein. Seelenfeuer, ja. Das ist ein Klassiker. Die habe ich letztens interviewt. Echt? Ja. Ja, und ich sage nur solche. Und, aber die fallen mir in die Hände, solche Bücher. Ja. Und dann knallst du die durch und dann. Ja, oder was weiß ich, oder die Wurmrahmrollen oder was weiß ich, also kritische Sachen. Mhm. Ne? Das, ja, oder ich habe natürlich auch Romane wie Säulen der Erde, ne, und so Geschichten, schöne Bücher. Was ich dann immer bewundere, das halt immer die Schriftsteller, wo eigentlich fern von der Thematik sind, sowas dann einfach so schreiben, als wenn sie dabei gewesen wären. Also musst du ja dich so neu fixen, das ist ja Wahnsinn, das ist ja verrückt. Ja, und auch die Charaktere sind so komplex. Ja. Also ist ja, ein Buch ist ja nur dann gut, wenn die Charaktere auch wirklich gut beschrieben sind und komplex sind. Geht mir genauso, wo ich mir auch immer denke, das könnte ich so nicht hinkriegen. Meine werden wahrscheinlich immer zu platt, die Charaktere. Ich bedanke mich sehr für dieses Interview. Kurz und schmerzlos. und würde sagen, wir trinken nochmal und ansonsten. Es gibt das nächste Interview bald wieder mit Gedanken vor Franken. Genau, Gedanken vor Franken. Übrigens, ich habe den Titel gewählt, weil Gedanken vor Franken kann ja heißen von den Franken, also von bestimmten Personen, aber auch einfach aus Franken quasi. Mhm. Insofern, ganz wichtige Gedanken vor Franken hören wir jedes Jahr mindestens einmal, ich hoffe auch öfter. Man kann ihn auch als Comedian buchen. Ja, ich habe halt einladen. Ja, also so, ich mache meine Programme und habe ja auch jetzt im Schlossgarten, das ist jetzt werbetechnisch, habe ich ja heuer meine Bühne ausgelagert, also letztes Jahr schon, und da mache ich also im Schlossgarten mein Programm, habe aber auch Gäste da, zum Beispiel Heißmann, Michel Müller und so weiter, Instruktor, Gäste ist von mir, und kann man im Internet, kann man sich da Karten rauskaufen. Also da könnt ihr euch noch mehr Gedanken von einem Franken anhören. Franken an sich für dich ist, wenn du es in ganz kurzen Wort beschreiben willst. Das ist mein Himmel. Und das sage ich immer, wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn er wirklich sagt, in meiner letzten Stunde, wo willst du denn hin? So, ich möchte da bleiben, wo ich bin. Das ist für mich der Himmel. Nichts anderes. Das ist so. Das ist ein passendes Schlusswort. Ja. Ich danke dir sehr für dieses Interview und dass wir uns kennengelernt haben. Und für den Wein. Und für euch. Bis zum nächsten Mal. Shagalaga. Shagalaga.
der Klapperer, du hast doch keine Ahnung, wie das Wetter wird. Hans bleibt oder alter Zauderer, du weißt doch nicht, wie's Wetter wird. Es kennt ja Ringer, es kennt ja Schneier, es kennt ja die Sonnenscheiner. Hans bleibt oder sei es bleibt, wie's ist und nix und einer Nerven zerrt.